hier ist keine euroskeptische Veranstaltung und erst recht keine antieuropäische Veranstaltung. Unsere Forderung nach einem Referendum und Überlegung, Verfassungsbeschwerde einzulegen, resultiert vielmehr aus der Erkenntnis, dass die Euro-Krise und die Art und Weise ihrer Bewältigung droht, der europäischen Idee Schaden zuzufügen. Ich darf vielleicht ein bisschen zurückgehen. Europa war ja an sich auf einem sehr guten Wege. Die europäischen Nationen und Völker lebten immer enger zusammen. Im Zuge des Euro und der Euro-Krise und ihrer Bewältigung haben wir festgestellt, dass verstärkt wieder zwischen europäischen Völkern Neid und Missgunst entstehen und das längst überwunden geglaubte nationalstaatliche Atavismen wieder erstarken. Daran wird letztlich die Europäische Idee Schaden nehmen, dann nämlich, wenn die einen glauben, sie würden gegen ihren Willen in eine Haftungsunion gedrängt, so nach dem Motto, ihr seid mal schön solidarisch, und wenn die anderen den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird durch Treuten und andere nicht demokratische, von ihnen nicht gewählte Institutionen. Deshalb unsere Forderung nach einem Referendum, und diese Forderung nach einem Referendum ist auch verfassungsrechtlich begründet, denn der Zusammenklang von ESM plus Fiskalpakt zusätzlich abstützend noch die Änderung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch Aushebelung der bisherigen Bailout-Klausel, all dies zusammengesehen überschreitet meines Erachtens und unseres Erachtens jene berühmten rote Linie bzw. führt in einer Weise zu einem europäischen Bundesstaat, der einer stärkeren demokratischen Legitimation bedarf, wie eben nur hier bei einer Flachserklärung. Der Rubikon würde gewissermaßen überschritten, um ein aktuelles Zitat zu gebrauchen. Wir wenden uns gegen ESM und gegen Fiskalpakt. Warum gegen beides? Das sollte man auf Verfassungsrecht kurz erklären. Es gibt ja zum Teil Kritik am ESM, die dessen Gefahren, Haftungsrisiken und so weiter hervorhebt, während andererseits der Fiskalpakt bei Schuldenbegrenzung, Schuldenbremse und so weiter als ganz vernünftig angesehen wird. Es gibt auch Stimmen, die den Fiskalpakt angreifen, den ESM aber durchaus billigen, weil der ESM auf dem Gedanken der Solidarität beruht und Solidarität prinzipiell positiv besetzt ist, aber eben nicht zwangsweise verordnet werden kann. Beides sind aber zwei Seiten der gleichen Medaille, denn der ESM führt letztlich zu einer Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken, zu einer Vergemeinschaftung von Staatsschulden und wird dazu führen, dass das Instrumentarium des Fiskalpakts immer enger verschärft werden wird und letztlich die Befugnisse der zentralen Ebene stärken wird. Und umgekehrt ist der Fiskalpakt letztlich mit einem Mittel nur ein Mäntelchen um die Risiken des ESM zuzumachen. Deshalb müssen wir gegen beides vorgehen, beides zusammen, im Zusammenwirken, überschreitet genau jene rote Grenze. Im Einzelnen werden verfassungsrechtliche Rügen selbstverständlich gegen den ESM erhoben werden, die sich vor allem darauf richten, dass zum einen hier die bisherigen verfassungsrechtlichen Stützpfeiler der Währungsunion weggebrochen werden, etwa das Verbot der Vergemeinschaftung, direkten oder indirekten Vergemeinschaftung von Staatsschulden. Oder beispielsweise auch das bisherige Verbot des Erwerbs der monetären Staatsfinanzierung durch Erwerb von Anleihen auf. Dann muss man auch begleitend dazu sehen, dass die EZB, die ihr auch verfassungsrechtlich zugedachte Rolle, immer mehr verlässt. Und es war eigentlich die Rolle der EZB in Analogie zur Bundesbank, die das Bundesverfassungsgericht seinerzeit bewogen hat,
die Währungsunion zu tolerieren, trotz ihrer Risiken. Seitdem aber die EZB sich nur noch einer materialischen Sprachweise bedient und Bazookas und Dicke Bertas und anderes auffährt, glaube ich, ist ihre Rolle nicht mehr vergleichbar der der Bundesbank. Auch dies begründet letztlich verfassungsrechtliche Risiken, weil genau diese Sicherungen, die das BVV eingezogen sehen wollte, diese Sicherungen brechen hier weg. Der ESM führt auch zu einem gewissen Haftungsmechanismus und die Beteiligungsrechte des Parlaments dürften bei weitem nicht so ausgeprägt sein, wie es jetzt beschuldigend dargestellt wird. Und sie werden wohl nicht die Verlagerung von Zuständigkeiten hier auf eine Institution rechtfertigen und ausgleichen können, die ja ihrerseits in keiner Weise demokratisch legitimiert ist, die von rechtlichen Bindungen weitgehend freigestellt agieren wird und deren Gouverneursrat eigentlich niemanden verantwortlich ist. Auch hier werden also demokratische Strukturen durchbrochen und im Übrigen natürlich auch die Höhe der Haftungsrisiken, die niemand so recht einschätzen kann, auch die wird natürlich eine Rolle spielen bei der Frage, was ist hier noch hinnehmbar, um dem Bundestag seine demokratischen Gestaltungsrechte zu erhalten. Es geht ja immer darum, dass der Bundestag in der Lage bleibt, seine ihm in der demokratischen Ordnung des Grundgesetzes zugewiesenen Funktionen wahrzunehmen. Und auch diese Funktion des Bundestags wird durch den ESM massiv gefährdet sein. Was die Höhe der Haftungsrisiken betrifft, es kursieren hier ständig neue Zahlen. Richtig ist zwar, dass der ESM-Vertrag eine Bestimmung enthält, wonach die Haftung der Mitgliedstaaten auf ihren Anteil am Gesellschaftskapital begrenzt ist. Wie aber die Haftungsrisiken verteilt werden und wie sie sich erweitern, wenn etwa einzelne Mitgliedsländer ausfallen, das ist weitgehend ungeklärt. Und hier sollte der Vertrag nochmal sehr genau analysiert werden und wir werden dies tun auf die versteckten Fußangeln, die er enthält. Auch deshalb also greift hier der ESM-Vertrag in unzulässiger Weise ein in die demokratischen Rechte des Bundestags und letztlich entsteht hier eine völlig frei von rechtlichen Bindungen agierende Institution auf internationaler Ebene. Sie stehen kontrollfreie Räume. Das ist auch mit dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes nicht vereinbar. Was den Fiskalvertrag betrifft, die Einwände sind ähnlich der Gestalt, dass hier eben dem Bundestag Gestaltungsrechte entzogen werden. Gut, ist die Schuldenbremse drin, man könnte jetzt sagen, die Schuldenbremse steht auch bereits im Grundgesetz, aber der Fiskalvertrag ist unkündbar. Das heißt also, mit dem Fiskalvertrag legt sich der Bundestag darauf fest, künftig in diesem Bereich die Verfassung nicht mehr zu ändern. Und das sehen wir mit Grundsätzen demokratischer Selbstgestaltung des Parlaments als nicht vereinbar. Weitere Fiskalvertrag enthält weitere erhebliche in Grenzrechte Eingriffsbefugnisse der zentralen Ebene gegenüber den Parlamenten, die weitergehen als das, was wir im Bundesstaat des Grundgesetzes kennen. Ein Dienst dafür, dass hier der Rubikon zu bundesstaatlichen Strukturen überschritten wird. Auch dies ist problematisch. Im Übrigen ist der Fiskalvertrag von der rechtlichen Konstruktion her durchaus fragwürdig. So eine Art Nebenorganisation zur Europäischen Union, die aber auch auf Institutionen der Europäischen Union zurückgreift. Bezeichneterweise unter Ausklammerung des Europäischen Parlaments. Das heißt also, es wird auch das zarte Pflänzchen parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene in diesem Bereich mehr oder weniger wieder ausgetreten. Auch dies sehen wir als mit Demokratie in Europa nicht vereinbar. Dies zu Fiskalvertrag und ESM jeweils für sich gesehen, in ihrem Zusammenwirken bedeuten sie eben, dass die rote Linie überschritten wird